Prozessleitstand soll den fachlichen Prozess und nicht die reine Systemsicht und damit auch die Sicht des Kunden in die Organisation spiegeln und bewerten. Ja, genau das ist uns gelungen und was es dem mittleren Management ermöglicht, ist ein taktisches Handeln, zeitnah die Prioritäten im Sinne des Kunden zu investieren. Selbstverständlich. Der Prozessleitstand ist das Motiv, ihn auch zu etablieren, war letztendlich die Qualitätsinitiative, die im Fernsehen auch rund um Herr Davis ganz gut bekannt ist, dass der Kunde im Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt. Und genau das repräsentiert die Bewertung des Prozessleitstandes. Die IT-Abteilungen, das ist im Grunde gibt es eine zentrale Seite, auf der für alle Prozesse, die bei uns in der Überwachung sind, eine Ampellogik entwickelt wurde. Wir können sie zu jeder Zeit zeitnah sehen, ob grün, gelb, rot, also schon bereits schön vorinterpretiert, ob im Sinne des Kunden der Prozess erfolgreich verläuft. Was nun wichtig ist, ist, dass gerade das mittlere Management den Fokus der Organisation auch darauf lenkt, dass wir hatten das etwas nett Green Light Management genannt, ein bisschen eine Anekdote zu erzählen. Das ist genau wie wir begonnen haben. Es ist wichtig und es ist das Ziel der Organisation, die Ampeln grün zu bekommen. Es ist ein sehr, sehr einfaches Ziel und dadurch auch sehr klar und sehr einfach steuerbar. Green Light Management. Ich kann Ihnen das am besten verdeutlichen an dem Beispiel, wie ich das selbst im eigenen Team lokal verprobt habe. Das bedeutet, dass ich morgens nach dem ersten Kaffee mich erstmal in die Entwicklungsabteilung begeben habe und gefragt, wie es in unseren Prozessen heute geht, wie geht es in unseren Ampeln. Das hat so circa einen Monat gedauert, um einer gewissen Kontinuität dran geblieben ist dann die Antwort eher gewesen, ja, weiß ich schon, wir haben zwei Kundenaufträge, liegen in der Vertragsanlage, haben Bug erstellt, der Kunde ist informiert, der Customer Care involviert, wir werden uns persönlich darum kümmern. Und genau das war auch so die Fokussierung der Organisation und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und das aktive Handeln. Nicht warten, bis der Kunde sich bei uns meldet, sondern wir haben aktiv Kontakt aufgenommen.